Hallo zum nächsten Teil. Wir wählen mal Batman aus. Wen denn sonst? So, hier ist immer noch nur einer freischaltbar. Da bin ich mal gespannt. Wie gesagt, 20 Stunden soll das Spiel angeblich gehen. Bis zu 20 Stunden. Erzittert, ihr Verbrecher! Ich kann es aber nicht wirklich glauben, da wir schon so gut wie alle Waffen freigeschaltet haben und auch alle Ersatzhelden. Junge, diese Leute leben wie die Tiere. Die verkommen hier alles ist. Korugar ist eine geteilte Gesellschaft. Eine große Lücke klafft zwischen den Mächtigen wie Sinestro und den Machtlosen. Was kommt davon, wenn Verrückte einen Planeten regieren? Sinestro ist nicht verrückt, Guy. Er ist ein Diktator. Er regiert den Planeten ohne Achtung vor dem freien Willen. Ja, das würde mich verrückt machen. Was zum Teufel ist denn das? Ganz klein macht sich Wesen groß und war dann wieder ganz klein. Ah, hier können wir ja reinwerfen. Bäm. Und die erledigen wir so. Ach, wieder das komische Vieh hier. Finde ich ein bisschen niedlich, wenn sie klein sind. Gehen auch relativ schnell kaputt. So. Diese blöden Seesterne. Der Klassiker, im Fahrstuhl kommen Gegner. Auch relativ viele. Ah, das war der letzte. So, hier wieder Battering. Da hat sich einer versteckt. Oh, Granate. Wieder eine Granate. Oh. Und wenn der groß wird, auf dieser kleinen Plattform, haben wir ein Problem. Oh. Ganz viele. Oh. Die waren aber auch nur ganz kurz groß. Die erledigen wir alle mit dem Batarang. Wann unterstützen Superhelden Verbrecher statt ihresgleichen? So wie du da eben aufgetreten bist, wird demnächst wohl von Batmans Abenteuern mit Sinestro erzählt. Ich begrüße seine Handlungen nicht, aber wir haben dringendere Dinge zu erledigen. Dummes Gerede. Das ist Begünstigung von Verbrechern. Wenn wir dein Chaos aufgeräumt haben, können wir mit dem Rest der Galaxie weitermachen, okay? Du hast Glück, dass ich gute Laune habe. Sieht das auch gerade Batman in Space. Kann man vorstellen, dass es in originalen Comics auch solche Folgen gab. Jedenfalls in Comics aus den 60ern bzw. 70ern. In den 40ern gab es ja sogar Comics, wo Batman sogar gegen Nazis kämpft. Also abgefahren, schräg. Das ist ja mittlerweile zum Glück auch nicht mehr. Ach, ich kann die auch packen und dann wegwerfen. Ah, was Neues gelernt. Packen und wegwerfen. Nicht klug. Absolut nicht klug. So, wieder ein Seestern. Jetzt kommt bestimmt wieder Gegner. Kein Happy End für den Verbrecher da sein. Ja.
Ich muss sie nur einmal treffen, dann schrumpfen die wieder. So, hier scheint es runter zu gehen. Oh, das hat mich noch erwischt. Na, das sagt der richtige. Oh, der ist so richtig schön unsympathisch, der Typ. Geld einsammeln. Kann ich Seesterne werfen? Muss ich mal gleich mal ausprobieren, ob ich auch Seesterne werfen kann. Ah, hier ist hier so ein kleiner gelbes Froschvieh oder was immer das ist. Oh, das ist so groß geworden. Mach jetzt einfach mal den hier. Ach, die können auch schießen, okay. Mit roten Laser. Macht er den jetzt? Ja. Granate. Schau dir den Meerblick an. Das ist die See von Asnagreb. Horugas größtes Meer. Ich hoffe nur, dass das Glas hält. Mir ist jetzt nicht nach Schwimmen zumute. Wo ist ja eigentlich Glas? Meint er unter uns? Der Boden? Den Boden? Hm. Oh, sind das viele? Oh, da ist was runtergefallen. Gleich mal hinterher springen. Ja. Eingesammelt. Auch wenn ich meine Waffen kaum verbessere oder darin nicht wirklich einen Sinn sehe, muss ich einfach alles einsammeln. Oben ist auch noch so ein Seestern. Jetzt werfe ich auf den Pi drauf. Hat nichts gebracht. Hier war doch eine Bombe. Und weiter hoch. Au. Herunter. Überall diese... Ja, da bin ich reingerannt. Überall die Viecher. Geht's immer weiter nach oben. Komm auch ab. Du auch. Noch besser würde mir das Spiel gefallen, wenn es nicht an den 70er Jahren angelehnt wäre, sondern an den 90er. Weil da würde ich auch wenigstens die ganzen Forken kennen. Weil hier ist mir wirklich jede Person außer Robin und Batman komplett unbekannt. Oh, das war jetzt auch viel Geld. Das ist nett, dass ihr euren Müll aufräumt, Helm. Und jetzt ist es Zeit, den Müll wegzubringen. Und damit meine ich dich, Flachkopf. Oh, das bezweifle ich. Nicht, wenn ihr wissen wollt, wo Starro hin ist. Wohin denn, Sinestro? Waffenstillstand? Befristet. Was? Er hat Koruga mit Kuss auf den Planeten Gibbel verlassen. Wenn ihr euch beeilt, holt ihr ihn vielleicht noch ein. Komm, Guy. Ich lasse diesen kriminellen Abschaum nicht hier zurück.
Es ist Kehrwoche und er muss weg. Wenn du Starro wieder einfangen willst, müssen wir sofort los, Guy. Wir sind noch nicht fertig, Sinestro. Ich komme zurück. Das glaube ich dir, Guy Gardner. Ich werde auf dich warten. Ah, okay. Wieder ein Gebiet entkriminalisiert. So, weiter. Immer gleich weiter, ohne Aufwertung. Perfekte Nacht, um die Stadt zu retten. Hier ist ja Banane. Das Flugzeug sieht wirklich cool aus. Oder Raumschiff oder auch was immer es ist. Was für eine Müllkippe. Gibt es hier wirklich Leben? Ja. Außer uns, meine ich. Und den vielen Felsen. Ja, geil. Was ist denn das? Was ist denn das? Die sehen ja schräg aus. Okay, die versteinern kurzzeitig, oder wie? Sehr interessant. Kleine, grüne... Was macht denn der denn? Hat seinen Kollegen genommen und schleudert ihn um sich herum. Ah, fliegen können die auch. Was kommt noch? Er hat hier mal schon der Standardgegner anscheinend viele Angriffe. Eine unserer berühmten Ledermäuse. Viele Angriffstypen. Hui. Hau ab. Was ist denn das? Freund oder Feind? Der Handlanger, er ist zurück in unserer Zeit der Not. Handlanger? Oh, klar. Aber... Wo ist der Große? Ich mach das schon, Pets. Sie reden natürlich von mir. Das ist korrekt, ihr glibbrigen... was auch immer. Guy Gardner, die größte aller Green Lanterns, ist hier, um euch zu retten. Guy, bitte. Na komm, Pets. Sei nicht so neidisch. Handlanger, wer ist der grüne Mann? Wieso hat er so eine komische Frisur? Was sagt er? Bewohner von Gibbel, wir sind hier, um euch von der sternenförmigen Plage zu befreien, die eure Welt heimsucht. Bitte bleibt ruhig. Euer Leiden unter den Tentakeln dieser üblen Kreaturen wird ein Ende haben. Alles dank dem fantastischen Guy Gardner. Ja, Leute, freut euch. Applaus, nicht so schüchtern. Elende Gibelianer. Okay, das sind also die Einwohner. Ja, er steht rum und macht gar nichts. Und macht Bodenangriffe. Das ist sehr wirkungsvoll gegen Gegner, die in der Luft fliegen. Wir schauen es uns mal an. Oh, er hat es sogar noch gepackt. Sieht ja lustig aus. Au. Oh Mann, die KI ist echt doof. Ach, die Fledermäuse, die sind auch super Gegner, wie ich sie hasse. Geht da kaputt? Ja. Der Hintergrund sieht ja auch wieder mal cool aus mit den zwei Planeten und den Sternen. Ach komm, ich werfe hier die Mülltonne auf dich. Ich verstehe diese Leute nicht. Sie sehen aus wie Glühbirnen, die in einem Schleimsack herumschlingern. Dabei sind sie technisch sehr weit fortgeschritten. Ihre Raumschiffe und Waffen sind denen der Erde hoch überlegen. Trotzdem finde ich, dass sie wie Rotz aussehen. Hinten im Hintergrund sieht man eine Statue, die fast aussieht wie unser anderer Superheld. Dieser komische Insektenvieh. Ist ja der Lustige von uns, den ganzen Kollegen. Juhu, bin ich da.
Manchmal verliert man ja die Übersicht, wo man sich gerade befindet. Ich habe immer ein bisschen Angst, dass ich einen von den kleinen Bewohnern hier treffe. Ach, hier unten ist ja wieder so ein kleines gelbes Vieh. Da ist die Statue. Und davor ist auch noch eine Statue. Da habe ich mehr auf die Statue geachtet als auf die Gegner. Ist das Batman davor? Ich weiß es nicht. Sieht fast so aus. Hey, den kenne ich. Wie kommt der zu einer Statue? Er ist nur halb so heldenhaft wie ich. Blue Beetle mag unerfahren sein, aber er entstammt einer langen Reihe von Superhelden, die das Volk von Gibble mehrmals gerettet haben. Ja, aber meine Statue müssen sie riesig machen. Manche Leute haben einfach keinen Respekt. Das Gefühl kenne ich. So. Ja, macht optisch schon was hier, der Hintergrund. Das Ganze ist ganz schön abgedreht, wenn man sich das mal so auf die Zunge zergehen lässt. Batman in Space. Auf einem fremden Planeten mit irgendwelchen klipprigen Einwohnern. Ganz schön abgehoben. Das Symbol heißt das sicherlich, dass ich irgendwas einsetzen muss. Bloß was? Was ist das? Ich weiß es gar nicht. Ach, ist auch egal. Interessiert mich nicht, was dann da ist. Ist ja eh nur Geld. Diese Seesterne sind eklig. Ich wette, sie verkleben mir die Innenseite meines Rings. Wie ich bereits sagte, dass sie frei sind, ist deine Schuld. Ich muss ihn gründlich waschen, wenn wir fertig sind. Hoffentlich ist er wasserfest. Scheint seine Energie aus dem Ring zu ziehen. Beziehungsweise sein grüner Hammer und alles entsteht aus dem Ring heraus. Oh, Geld. Nicht klug. Absolut nicht klug. Freut euch und preiset mich. Oh, jetzt bin ich in einem Raumschiff, oder wie? Schnell, Handlanger! Wir müssen den Planeten verlassen, bevor uns die Sternenförmigen überrennen! Das ist wirklich nicht nötig. Ängstliche kleine Kerlchen, was? Komm, wir sehen uns mal um. Guy, das ist jetzt nicht wichtig. Ich habe eben gesehen, wie ein Seestern an Bord klettert. Jetzt ist es wichtig. Gut, dann schauen wir uns jetzt im Raumschiff durchzuprügeln. Und weiter. Verbrecher, hütet euch. Erzittert, ihr Verbrecher. Lehnt euch zurück, die Helden sind da. Kein Grund zur Panik. Aber ihr könnt ja schon überlegen, was für eine Statue ihr bauen wollt. Ich stehe gern Modell. Geil. Warum hilft Blue Boy eigentlich nicht beim Aufräumen? Weil er das Chaos nicht verursacht hat. Ja, nicht direkt. Ja, und nicht indirekt. Okay, die sind scheinbar unverletzbar. Oh. Sobald sie zu Stein sich verwandelt haben. Thank you.
Ja, da oben sind welche. Ja, danke. Die Staros haben offenbar die Brücke erreicht. Welche Brücke? Den Kontrollraum. Pack mit an, bevor wir abstürzen. Klar. Das Protokoll. Das wollte ich selbst gerade vorschlagen. Das Soundtrack hier im Hintergrund könnte sogar sich gut in Mass Effect einbinden. Schöne Aussicht. Hallo. So, schnell weg. So, scheint ja auch ein riesen Raumschiff zu sein. Ja, das will Fledermäuse. Batman, sag Bescheid, wenn du den schon kennst. Bescheid. Was ist 60 cm groß, klar, glibberig und blinkt wie ein Weihnachtsbaum? Keine Ahnung, Guy. Ich auch nicht, aber ich bin gerade reingetreten. Es regnet Geld. Da hätte ich gerne in den Stern reingeworfen, aber die kann man ja nicht aufheben, diese kleinen Gräbel. Außer sie sind gerade Stein. Oh, schon weg. Unten sehe ich auch wieder schon. Na, eigentlich wollte ich gar nicht. Bei uns sind Fledermäuse. Geht's hier mal rein? Nein. Ein paar Bomben. Okay, hier platzieren wir wieder eine Bombe von uns. Zack, und weiter geht's. Einrollen. Jetzt geht's weiter runter. Nein, warte, jetzt eine Fledermaus. Jetzt auch bestimmt auch runter. Oh, viele Gegner, einfach mal weiter. Noch rechtzeitig abgesprungen vorher. Die ignoriere ich mal. Den aber nicht. Den werfe ich jetzt hier runter. Und tschüss. Bombe. Gut, hier war nur Energie zu holen. Und dann schweben wir mal langsam runter. Da wartet bestimmt auch unser grüner Freund auf uns. Ja, da ist er. Und in den Morgenstern reinwerfen. Nicht Morgenstern, sondern Seestern. Und was wackelt hier? Sieht aus, als ob das Raumschiff startet. Nein, wir sind noch auf dem Boden, wie man sieht und aus dem Fenster schaut.
sind sehr viele Fahrstühle im Raumschiff. Sehr viele Decks. Na, jetzt sind wir hier draußen. Oh, da wollte gerade fahren. Einfach runterwerfen, das ist auch das Beste. Ah, das Geld ist weg. Dann schwebe ich einfach mal nach rechts. Okay, geht nicht. Da wollte ich eigentlich reinwerfen. Schnell weg. Ja, den falschen gepackt, wie immer. Eine harte Landung, aber wenigstens wurde keiner verletzt. Der Handlanger und sein grüner Freund sind zurück! Okay, und was diese Statue angeht... Sekunde, ist für mich. Was, echt? Es ist ein Notruf, Bats. Irgendwo auf diesem Planeten ist eine andere Green Lantern in Not. Wie kommt die Synchronstimme so bekannt vor von diesen kleinen Typen hier? Und diesen kleinen schleimigen Einwohner. Hört sich ein bisschen an wie aus Star Trek, dieser Android. Wenn ich mich nicht täusche. Komm jetzt auch nicht auf den Namen des Androiden. Sie von dem Ding zu befreien. Wer ist denn das? Danke, Guy. Batman, ich weiß nicht, wie lange ich bewusstlos war. Meinen Sensoren zufolge nicht lange. Der Angriff wird keine bleibenden Schäden hinterlassen. Arisia, was machst du hier eigentlich? Ich kam auf einer Friedensmission auf den Planeten Gibble, um den Bewohnern zu helfen. Die Bürger hier sind freundlich, werden aber oft von Weltraumpiraten angegriffen und der wenigen Lebensmittel und Wertsachen beraubt, die sie haben. Ich sollte Essen austeilen und Verletzte behandeln. Dann tauchte Starro auf. Er hetzte eine Armada seiner Seesterne auf die Gibbelianer. Darauf waren wir nicht vorbereitet. Ich versuchte, sie abzuwehren, aber es waren zu viele. Das Letzte, woran ich mich erinnere, war, dass ich einen Notruf absetzte. Dann habt ihr beiden mich geweckt. Wir müssen helfen, Guy. Die Gibbelianer sind keine Krieger und können nicht... Wir haben uns schon darum gekümmert, Arisia. Die kleinen Flummis sind in Sicherheit. Hast du eine Idee, wo Starro hin sein könnte, nachdem er den Planeten verlassen hat? Ja, ich habe seine Flugbahn berechnet, bevor ich ohnmächtig wurde. Er nahm offenbar Kurs auf den Eisplaneten Glaciata. Das ist nicht weit entfernt. Ach, Guy, Kilowog wollte heute für einen Trainingseinsatz mit ein paar Rekruten dorthin. Die Rekruten? Ich begleite euch besser. Nicht in deinem Zustand, Lady. Du bleibst hier, ich erledige das. Ich bin eine Lantern, Guy Gardner. Ich glaube, Guy will sagen, dass es hier noch eine Menge Gibbelianer gibt, die deine Hilfe brauchen. Ach, du hast recht. Sichere Reise. Möge Ohr euch schützen. Und vielen Dank für meine Rettung. Bitte gern geschehen, auch wer immer du bist. Alle Hände voll zu tun für Arkham. So, und gleich weiter. Perfekte Nacht, um die Stadt zu retten. So. Zittert, ihr Verbrecher. Lass uns diese Star Wars finden und hier verschwinden. Was? Keine dummen Sprüche? Die anderen Lanterns sind in Gefahr, Batman. Das ist kein Spaß. Schon wieder auf so einer Eiswelt. Mach ich am besten so hier. Die
Oberfläche dieses Planeten ist wie ein Panzer. Dank der extrem niedrigen Temperaturen überlebt hier draußen nichts. Ja, das gilt auch für uns. Meine Augen sind schon davor. Alles Leben auf diesem Planeten existiert im Inneren. Daher werden auch die Staros dort sein. Genug geplaudert. Wir knacken diesen Schneeball und holen uns die Drohnen. Hier geht's. Wenn alle wie die hier eingefroren sind, ist das ein Klacks. Wir könnten sie wahrscheinlich hier lassen und später holen. Nein! Wenn das Ding auftaut, schnappt es sich das erste Wesen in Reichweite. Kein Risiko. Hilf mir, es aufzubrechen. Alles klar, grüne Laterne. Hier geht es steil runter. Ach, diese blöden Sterne. Mit dem Batarang ein Treffer. Ansonsten muss ich da 10-mal draufschlagen. So, hier geht's bestimmt runter. Ja. Ah, niemand getroffen. Nicht übel. Kein normaler Hack. Oben kommen noch welche. Schnell weg. Ah, es wird knapp. Ah, gerade auch geschafft. Oh, hier sind viele Flugteile. Da, die Fledermäuse auch noch. Alle erwischt. Geht mir dann weiter nach unten. Er hat ja auch gesagt, das Leben spielt sich hier im Inneren ab. Oh, da fliegt eine Granate. Absolut nicht so. Oh. Das Ding hier kann ich nicht kaputt hauen, wie es aussieht. Ein Eisblock. Hallo, spring doch mal. Irgendwas ist gerade hier kaputt. Da ich nicht aufstehen kann und er rennt hier nur gegen den Eisblock die ganze Zeit. Hallo? Ich mache mal jetzt den Power-Angriff in Hoffnung, dass es mich befreit. Geht auch nicht, wie geil. Oh nein, das Spiel hängt. Ach, ärgerlich. Ja und nun? Ich mache das einfach mal so lange, wenn ich sehe, gehe ich immer weiter nach links. Oh Gott, da trete ich ja 10 Minuten. Ich habe aber jetzt auch keine Lust. Wobei ich glaube, ich heule nur 5 Minuten wieder lasse. Ah. Okay, ich lasse ihn mal lieber in Ruhe. Ich hätte fast das Spiel neu gestartet. Da habe ich wohl einen Bug gefunden. Ah, komm dann halt in Batarang. Lass mich doch in Ruhe, ihr blöden, mistigen Seesterne. Ach. Und das war's. Haben sie nicht so Energie fallen lassen? Na, dann halt eben nicht. Was haben die denn hier? Ein Wasserpaar? Diese Flüssigkeit solltest du nicht anfassen, Guy. 100 Grad unter dem Gefrierpunkt. Eine Berührung und du wirst innerhalb einer Sekunde in eisige Tiefen gezogen. Spar dir die Sicherheitshinweise, Batman. Der von uns hangelt sich hier an Kabeln entlang. Geld, was ich alles nicht brauche. Ja, mit diesen nervigen Teilen hier. Offenbar eine Sackgasse. Wir müssen eine der Wände durchbrechen, um die anderen Sterne zu finden. Vorsicht! Jeder starke Aufprall kann die Höhle zum Einsturz bringen. Jemand sollte einen Schneidbrenner holen und diesen ganzen Planeten wegschmelzen. Es gibt verschiedene eingeborene Arten, die in diesem Eisblock leben. Das nennst du Leben? Juch. Okay, ich muss hier hoch. Hier oben bestimmt dasselbe nochmal. Blöde, mistigen Seesterne.
Okay, wobei, kann ich das kaputt machen? Nee, kann ich nicht. Noch mehr Seesterne. Da geht's doch auch runter. Mal gucken, was hier unten ist. Vielleicht irgendwas. Okay, nur der Tod. Oh. Hallo, lass mich schon mal Zeit, damit ich angreifen kann. Oh. Oh, hier oben waren noch zwei. Da hau ich mal lieber ab. Und es regnet wieder Geld, auch wenn es nicht viel ist. Die Straßen sind wieder sicher. Sei wachsam und kampfbereit. So. Geht es weiter in der Eishöhle? Das Eis fängt offenbar nicht nur Seesterne ein. Da guckst du dumm, nicht wahr, du Heini? Er versperrt uns den Weg. Zeit aufzuwachen und deine Medizin zu nehmen. Und das ist in deinem Fall eine Faust auf die Kauleiste. Und bam. Na komm, ich will dich in den Seestern reinwerfen. Bleib da unten! Das ist wohl eine der Lebensformen, von denen du geredet hast. Was ist denn das? Trotz ihrer Größe hat sie bestimmt mehr Angst vor uns als wir vor ihr. Ich habe keine Angst vor Eiskäfern. Wenn du willst, schmier ich seine Eingeweide an die Wände, Batman. Darauf verzichten wir lieber. Ein Riesenwurm. Den Spruch hat übrigens auch immer meine Mama zu mir gesagt, als ich als Kind panische Angst vor Spinnen hatte, dass die schlussendlich mehr Angst vor mir haben. Wenn ich meine Zunge an die Wand kleben würde, würde ich dich hier lassen. Wirklich? Das ist nicht so heldenhaft. Sich kindisch aufzuführen auch nicht. Du bist hier das Kind. Dass die Spinnen mehr Angst vor mir haben, als ich vor denen. So. Oh, ich wollte die ja in Ruhe lassen, nicht, dass ich wieder irgendeinen Bug auslöse. Und zack. Oh, es sind sehr viele Gegner. Dann mach ich jetzt mal das hier. Oh, einer hat überlebt. Das war anscheinend auch mal eine Lebensform. Die wird so schnell nichts mehr fressen. Machen wir uns lieber Sorgen darüber, von wem sie gebissen wurde. Vier Fledermäuse auf einen Haufen. Hat den bisher auch noch nicht gehabt. Oh, komm doch mal, lass dich doch mal greifen. Der wird bestimmt gleich groß. Ja. Der Eisblock des Todes, den lassen wir mal schön in Ruhe. Diese Wespen. Oh. So, hier geht's anscheinend weiter hoch.
Und noch weiter hoch. Kilowog! Guy, schnell, schaff mir diese Viecher vom Hals! Halt durch, Kumpel, Hilfe ist unterwegs! Wurde auch Zeit, dass Verstärkung auftaucht. Gut, dich zu sehen, Guy. Schön, dass du unverletzt bist, Kilowog. Was? Keine Sprüche? Wer ist dieser Schlumpi und was hat er aus Guy Gardner gemacht? Guy hatte einen harten Tag. Starro ist aus den Science-Zellen entkommen und seitdem jagen wir seine Brut. Und alles ist meine Schuld. Ich habe so viel Mist gebaut, dass ich diesen Ring nicht verdiene. Beruhige dich, Kumpel. Du hast einen Eid geschworen und wirst ihn halten. Aber die Neuen? Keine Sorge, die sind jung, die werden schon wieder. Stimmt's, Frischlinge? Jawohl, Sir! Ne, endlich sieht er's. Weißt du, Guy, eine Green Lantern wärst du nicht mit einer Runde Training. Daran arbeitest du dein ganzes Leben. Und was du aus deinen Fehlern lernst, macht dich zu einer noch besseren Lantern. Kann sein. Mann, weck ihn auf, ja, Batman? Du weißt ja, wie diese Ringe funktionieren. Guy, wir haben noch ein Starro zu erledigen. Braucht ihr Hilfe? Ich bin gerade warm geworden, als ihr kamt. Kümmer dich um deine Jungs, Kilowog. Wir übernehmen das. Wie du meinst. Hey, wollt ihr etwa Pause machen? Hoch mit euch, ihr Schlumpis! Ihr seid Lanterns! Benennt euch auch so! Endlich sieht er ein, dass er derjenige ist, der Mist gebaut hat. Ganz viele grüne Laternen und so. Gab ja auch einen Kinofilm, aber das soll gar nicht so gut sein, deswegen habe ich ihn noch gar nicht gesehen. Du meinst also, du bist ein starker. Da oben ist noch eine Bombe. Sag nicht, dass dieser Knirps das ausgelöst hat. Wir haben viel strukturellen Schaden angerichtet, seit wir hier sind. Wir sollten hier weg, bevor die Tunnel einbrechen. Was ist mit Kilowog und den Frischlingen? Schon weg. Meine Scans zeigen keine Warmblüter mehr an. Nichts wie runter von dem Schneeball. Wieder ein Gebiet entkriminalisiert. So, weiter geht's. Ein Teil schaffen wir noch. Sei wachsam und kampfbereit. Beziehungsweise ein Abschnitt. Ich sehe nichts. Wonach suchen wir eigentlich? Starro, riesiger Seestern, hat ein großes, grimmiges Auge. Ich habe ihn mir nie genau betrachtet. Stell dir die Seesterne vor, die wir gejagt haben. Nur tausendmal größer. Okay. Ist du sicher, die Spur führt hierher? Es gibt hier keine Anzeichen für Starros Nachwuchs. Ich vermute, er ist ganz in der Nähe. Und er ist sicher nicht erbaut darüber, dass wir seine Kleinen einkassiert haben. Seinem Gesichtsausdruck nach zu urteilen, hast du sicher recht, Guy. Einmal Meeresfrüchte! Selbstbedienung! Okay, jetzt ist es sehr strange. Wir sind Batman und fliegen im Weltraum umher. Okay. Sehr wie A-Type, das gefällt mir. Abgefahren. Wahrscheinlich muss ich das Auge treffen. Ich kann da auch überhaupt noch keinen Gesichtsausdruck erkennen. Ah. So, Autofahrer gibt es hier nicht. Jetzt sich einmal getroffen. Aber meist, wenn ich sowas sage, trifft mich dann etwas. Oh, was denn das? Zielsrunde, Seesterne. Oh, also etwas viele auf dem Bildschirm los. Hui. Gleich habe ich ihn. Thank you.
werde nie wieder Fisch essen. Lass uns Starro in seine Science-Zelle bringen. Dieser Fisch ist zu groß für meinen Ring, Batman. Die Zentrale schickt einige Lanterns, die helfen sollen, ihn zurückzubringen. Gut. Inzwischen sollten wir... Warte, Betsy, hier kommt ein Anruf. Wie war das? Nein. Das kann nicht sein. Was ist los? Ich weiß, wo Mongol ist. Und das ist nicht gut. Komm. Jo. Weiter. Jetzt haben wir doch alle. Batman. Alle Ersatzhelden freigeschalten. Man könnte meinen, dass wir uns jetzt dem Ende nähern. Aber wie gesagt, ich habe gelesen, es soll bis zu 20 Stunden lang gehen. Vielleicht geht das dann ganz so ein Bildschirm nach rechts. Und wir können noch mehr freischalten. Keine Ahnung. Ich bin gespannt. Ich mache jetzt einen Cut und dann sehen wir uns vielleicht gleich wieder oder vielleicht aus morgen. Ich werde mich mal gleich dafür entscheiden müssen. Also bis gleich. Tschüss.